Willkommen zurück zu House of Ashes. Wir sind gerade bei einer Militäreinheit mitten im Irak und sollen uns zu einem Besprechungsraum begeben. Und ja, mal sehen, ob wir noch mehr über die Charaktere erfahren. Es ist jetzt gerade alles noch so ein bisschen zerstreut und mal sehen, was auf uns wartet. So, kann ich mit denen hier reden? Sieht nicht so aus. Oh, okay. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später, wir haben Besuch. Naja, wenn die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Ja. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Also, die befinden sich ja mitten im Krieg. Also, ein Zivilist ist gestorben. Ist ja schon schlimm genug, aber dass das ihm so zusetzt, ich meine, Joey, die haben dich am der Schreibtisch gebracht. Soldat. Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Hä? Und das ist der berühmte Satellitentyp. Ich bin Ihr Commander, ne? Also. Lieutenant Colonel Eric King. Was dann wohl heißt, Lance Corporal, dass ich Ihr kommandierender Offizier bin. Ist das ein Witz? Wie Mist, das ist kein Witz. Das Gesicht kommt mir auch bekannt vor. Gib dem Colonel vollen Zugang. Moment mal. Sir? Ist das nicht Daniel von Little Hope? Besser. Gewöhnen Sie sich nicht an den Schreibtisch. Jetzt ohne Witz? Das ist doch Ich Daniel. sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Das ist meine Frau. Ich bin jetzt gerade gern der Sie sprechen da Oberoffizier. von meiner Frau. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Er sei ziemlich blöd, dass du es nicht weißt. Teufelskopf. Ihm sogar noch denselben Nachnamen, du Honk. Okay. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Netter Versuch, Jason. Netter Versuch. So, alles klar. Was ist denn da in dem Koffer drin? Gut, schließen wir euch an. Okay, super. Wir Hoffentlich reicht die können Bandbreite aus. hier Den untersuchen. Technikrahmen machen Das ist ja Sie. gar nichts im Und Koffer. die Schlepperei machen Sie. Gut, In dann mal Ordnung, Lady. gucken. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Das dürfen die Und wenn echt eine erwähnen? Tanzpartnerin gestolpert ist, hieß es, ab mit dem Kopf. Würde mich nicht wundern. Vielleicht lasse ich sie mal führen, wenn wir hier durch sind. Alter, echt? Solange sie Direkt schon nicht touchy stolpern. touchy. Okay, kann ich jetzt in Ruhe lesen? Dankeschön. Hallo? Hallo, wie soll ich. Was war das da auf dem Screen? Das war doch hier auch Sonnenfinsternis oder so. Aber wie sollte ich das denn jetzt lesen? Sorry, das ging gar nicht. Selbst wenn die anderen nicht dazwischen gequatscht hätten. Colonel King. Hi, Queen Bitch. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir.
Ja gut, komm, wir sind bei ihr sehr lieb. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte. Ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Du gehörst jetzt... Ehrlich. Unter Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Oder Taylor. Ohne Witz. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Das ist doch Little Hope. Wiederverwertung. Hast du was gefunden? Uhr haben sie das gesehen. Hä? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Was denn jetzt für ein Bug? Ich sehe, aber ich höre nichts. Und vor allem, wer sagt immer das? So, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber okay. Das muss natürlich noch näher untersucht Krass, werden. Krass, dass das so benannt werden darf, also Wir auch haben dich, du Hundesohn. Der Name. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Allein, dass er sie Rachel nennt, ist so ein bisschen disrespecting, aber egal. Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Was ist das hier für ein Bug? Wer redet da die ganze Zeit? Ist es ein Geist oder... Jetzt höre ich gar keinen mehr reden. Was ist das? Okay, das reicht, Mervyn. Ist das ein Geist oder was ist das für ein Bug? Ja komm, wir rufen Unterstützung, ist immer nicht schlecht. Die Luftunterstützung soll sich erstmal zurückhalten. Damit haben wir was Unsere beeinflusst. Unsere Vögel liegen unter dem Radar. Das Lager ist im Sagros-Gebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. Das ist gut. Das ist gut. Das ist In gut. In der Zeit kann eine Menge passieren. Ich meine ja nur. Redet da einer mit dem Geist oder? Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Ist da einer weggebackt? Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Okay, in der einen Stunde können wir ja noch was machen, ne? Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Sieht der Geister oder so? Ich mein's ernst. Was ist los? Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Ja, hat er irgendwas geschnuppert, können Sie oder? Tun? Scheint ja auch irgendwie kein anderer zu sehen. Was ist denn da jetzt los? Sieht der einen Geist? Ich lade die oder? Neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric. Wir müssen reden. Okay. Ich muss dir etwas sagen. Jetzt? Hör zu. Deine Operation zu übernehmen, war nicht meine Entscheidung. Oh, komm, jetzt richtig Salz in die Wunde. Du fehlst mir total.
wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Lass mich bitte ausreden. Ich sehe echt voll genervt und der so voller Romantiker. Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Er macht gerade wie so ein... Ich wollte dich immer bei mir haben. Ein Papagei, den Kopf. Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Sagt ihr jetzt. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Oh, Kurs wurde aktualisiert. Hey, vorsichtig damit. Geister oder so? Was ist denn jetzt los? Was ist es für ein Bug? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Nein. Okay, das ist eindeutig ein Bug. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Ich hoffe, das hat sich gleich wieder behoben. Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Gar nicht lesen, direkt unterschreiben. Ist immer schwierig. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Oh, ja, verstanden. Der hat hier den Ehering und die so voll kaltherzig. So, nee. Warte auf den Download, sprich mit dem Team. Sieh dich im Besprechungszimmer um. Okay, dann machen wir das. Vielleicht können wir hier jetzt endlich mal in Ruhe gucken. Mit wem sollen wir denn da reden? Mit dem Bildschirm? So, okay. Blendgranaten, weißer Phosphor, hab's gehört. Gut. Okay, das sieht jetzt gerade nicht nach so interessanten Informationen aus. Es ist auch... Nee. Ah, ich wollte das noch umdrehen. Moment. Es könnte ja sein, dass auf der Rückseite noch ein Geheimnis ist. Nee, schade. Okay, dann nicht. Dann gucken wir mal. Können wir mit... dem reden. Alter, dass das so gezeigt werden darf. Denkst du, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Oh, das ist hart. In der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Wenn es hart wird, holt uns wenigstens die Luftunterstützung raus. So weit kommt es ganz sicher nicht. Wenn du meinst. Überrascht sie das? Okay, das war jetzt komische Unterhaltung. Ich finde aber auch, das sollte jetzt hier nicht so gezeigt werden mit der Karte da und so. Das sollte jetzt weder verhöhnt werden noch irgendwas anderes. Finde ich nicht so gut. Aber okay, was ist das? Was ist das? Also, wir reden jetzt gerade mit dem Geist. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Das ist ein bisschen creepy, ne? Aber ich denke mal, es ist ein Bug. Ich weiß auch nicht, ob das eine der... Echt jetzt. Ja komm, sind wir mal entspannt. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Der Mann mit dem unsichtbaren Mantel. Das ist schon merkwürdig. Audio fehlt. Visuell, das ist schon skurril. Ich weiß jetzt auch nicht, Sie wenn haben das... Selbstvertrauen, Corporal. Oh Gott, was für eine Konversation. Oh mein Gott. ich hoffe, das behebt sich noch, wenn das ein Charakter ist, den wir nur spielen müssen. Wird das sonst lustig? Ich habe auch so die leise Befürchtung, dass wir hier viel schießen müssen in dem Spiel. Und das war meistens nicht meine Königsdisziplin. Zumindest in den Dark Pictures Spielen. So, erkunden wir aber mal weiter. Witz beiseite. Was haben wir da? Jordanien, Iran, Syrien, Türkei, Saudi-Arabien. Okay, das sind die Stationierpunkte von den Einheiten. Alles klar.
So, mal gucken, ob hier noch irgendwie... Das sieht hier so ein bisschen nach dem Raum vom Prolog aus, aber... Naja, könnte auch einfach ein ähnlicher Stil sein. Ich kann mich hier auch ganz schlecht zwischen den Objekten hier fortbewegen. Gibt es hier noch irgendwie was? Irgendwas Verstecktes? Meistens ist die Zeit ja immer sehr begrenzt. Deswegen versuche ich mich hier zu sputen. Können wir mit dem reden? Nö. Stummer Diener, sehr schön. Okay, läuft hier alles noch ein bisschen schleppend. Was haben wir da? Was sind das Medikamente? Was ist denn das? Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Oh. Ist aber nur für den Rauch, sonst nichts. Okay, wenn die nicht genehmigt sind, könnte das auch ein ziemliches Risiko sein. Die sind nicht genehmigt. Wir halten uns an die Konvention, sonst sind wir genau wie Saddam. Die sind hier nicht erlaubt. Schwachsinn, uns sollte jedes Mittel recht sein. Sergeant Kay, Sie haben mich missverstanden. Das war ein Befehl und kein Vorschlag. Der macht sich hier vor unbeliebt. Aber ich finde, eigentlich müsste der auf die Mission mit. Den Takt angeben. Zufrieden? Sehr gut. Ja. Bin ich. Das könnte euch nämlich noch selber in die Luft jagen. So, wer pfeift hier die ganze Zeit so creepy? Oh. Download fertig. Erkundungszeit vorbei, super. Eifersucht. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Okay. Ach, schon wieder dieser Ladescreen. Also irgendwie hat mich das schon immer genervt. Das kriegen doch die meisten Spiele hin, Szenen zu wechseln ohne Ladescreen. Und ich meine, die sind jetzt auch nicht so hoch gerendert, dass das 100.000 Jahre dauert, bis die geladen sind. Also das war schon bei Man of Medan und Little Hope der Fall, dass da viel zu oft so ein Ladescreen kam, auch irgendwie zwischen den Szenen. Ich denke, jetzt ist es halt zwischen den Szenen, aber... Das dauert dann manchmal mal so lang. Also es läuft da unten schon, aber ich muss sowieso jetzt gleich mal gucken, wenn sich der Bug da nicht von alleine behebt, wie ich das dann anstellen kann, wenn das... Ich weiß ja jetzt noch nicht, wer davon jetzt relevante Personen sind. Es gab nämlich Charakterinformationen nur zu ein paar. Also richtig mit diesem Schriftzug. Ich denke, das sind die relevanten Personen. Die anderen sind wahrscheinlich jetzt so Sidekicks, die jetzt mit dabei sind, aber vielleicht auch irgendwann nicht mehr relevant sind. Ich glaube, die mit dem Schriftzug sind die, die wir retten müssen. Also hier der Oberoffizier, dann die Rachel King, der Jason und hier die Liebschaft. Von der Rachel, die hatten alle einen Schriftzug, die anderen nicht, soweit ich weiß. Und was soll das denn jetzt, Spiel? Warum lädst du jetzt so lang? Oh, meine Güte. Das hatte ich schon mal, weil ich meine, es war aber bei Man of Medan, dass es super lang geladen hat. Und ja gut, dann nutze ich jetzt die Zeit und... Laberschwarte jetzt hier so ein bisschen. Mal sehen, ob ich dann, wenn das viel zu lange dauert, ob ich das später dann kürze. Aber bisher gefällt es mir ganz gut. Der Prolog war super inszeniert, fand ich. Es ist jetzt gerade ein bisschen schleppend, ein bisschen platt von der Story, aber vielleicht nimmt das noch an Auffahrt.
Texturen sind besser geworden als vorher, sind aber immer noch nicht astrein. Also da gibt es Spiele, die das um Meilen überbieten können. Und ich habe das Gefühl, hier gibt es so eine Wiederverwertung von Charakteren. Das habe ich ja schon gesagt. Hier Taylor und Daniel. Und ich meine auch ein paar von Man of Medan gesehen zu haben, ohne da jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber von den Gesichtsstrukturen sehen die den sehr ähnlich. Also selbst wenn es jetzt andere Schauspieler sein sollten, wäre es schlecht programmiert, wenn die trotzdem von der Gesichtsstruktur sich ähnlich sehen. Und ja, vielleicht hat da auch einfach das Geld gefehlt für die ganzen Nebencharaktere, dass man da was wiederverwertet hat. Aber das werden wir ja sehen, inwieweit das noch relevant wird, wer jetzt die Hauptcharaktere sind, die wir im Endeffekt wie Schäfchen sicher über den Bach bringen müssen. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass dieser Ladescreen hier feststeckt. Ich höre nichts mehr, ich kann ja auch nicht ins Menü. Das irritiert mich jetzt gerade, weil eigentlich müsste man, wenn man auf Optionen geht, ins Menü gelangen. Das funktioniert aber nicht. Aber es ist auch nicht eingefroren, weil da unten lädt ja der Screen. Ich muss jetzt gleich einfach mal gucken. Ich denke, dann ist es wahrscheinlich am schlauesten, jetzt gleich den Part zu beenden, weil ich weiß jetzt nicht, was noch folgt, bevor das jetzt zu lang wird. Es tut mir leid, dass das jetzt hier die letzten 3, 4 Minuten schwarzer Screen sind. Vielleicht konnte ich euch ja trotzdem ein bisschen unterhalten. Es nervt etwas mit dem Ladescreen. Ich glaube, das werde ich auch noch öfter sagen. Das ist auch ein fetter Minuspunkt schon immer bei den Dark Pictures gewesen. Mal sehen, ob sich das einpendelt, ob ich auch diesen Bug da wegkriege von diesem Geist. Vielleicht muss ich es jetzt gleich nochmal neu starten. Ich hoffe, dass das von den Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, noch gespeichert ist. Sonst muss ich gleich gucken, dass ich genau dieselben Entscheidungen treffe, weil das jetzt sonst doof wäre. Sonst lasse ich euch das wissen und blende euch dann ein, was ich sonst für Entscheidungen getroffen habe, falls das jetzt alles nicht gespeichert worden ist. Ich denke schon, dass ich jetzt hier aktiv das Programm beenden muss. Es ist jetzt schon ziemlich lang. Ich warte jetzt zwar noch ein bisschen, mache aber hier noch einen Cut und freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal bei House of Ashes wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.